Seid mir ihr grüßt, ihr geilen Freaks. Heute kommt ein richtig geiles Video. Um was es genau geht, seht ihr jetzt in dem Intro. Bis gleich. It's all about humanity. Was habe ich eigentlich vor? Ich will einen Render-PC zusammenbauen. Das ist ein Projekt, was ich lange zusammengesucht habe und mal da, mal und da, mal. Jetzt habe ich aber mein System komplett sozusagen überarbeitet und habe die Hardware hier übrig. Was kann man mit so einer Hardware denn eigentlich machen? Ja, verkaufen? Wozu? Hebe ich lieber auf. Verschenken? Wer hat es denn verdient, dass ich sowas hier verschenke? Ihr! Deswegen habe ich vor, diesen Render-PC zusammenzubauen und dann bei 1000 Abos zu verlosen. Das sind keine schlechten Hardware-Komponenten, sind natürlich gebrauchte Teile und ein bisschen älter schon. Und heute in dem Video werde ich sozusagen dieses System zusammenbauen. Und ganz wichtig, alle, die bei den 1000 Abonnenten-Special nachher mitmachen wollen und diesen PC gewinnen wollen, ihr solltet euch das Video wirklich anschauen, von Anfang bis zu Ende und nicht vorspulen, weil ganz wichtig ist, in diesem Video wird erklärt, wie man diesen Render-PC gewinnen kann. Also wenn nachher die Auslosung kommt bei 1000 Abos und ich sage, hier, ich verlose den jetzt, müsst ihr, um bei der Verlosung teilzunehmen, dieses Video geguckt haben, sonst seid ihr da ausgeschlossen. Das reicht nicht in den Kommentaren, ja, ich will gewinnen. Nein, hier in diesem Video erkläre ich ab und zu mal zwischendurch, wie die Verlosung vonstatten geht. Das System war auch teuer und dann habe ich gesagt, nee, nicht, dass irgendeiner jetzt sieht, oh, 1000 Abonnenten-Special, der macht ein Gewinnspiel, mach ich mit, ja, abonniere ich kurz mal, mach mit und danach wieder weg. Nee, ich möchte den Leuten was Gutes tun, die wirklich meine Videos anschauen. Deswegen habe ich mir überlegt, wie ich das jetzt mache. Und ich werde in diesem Video sozusagen hier immer versteckt Buchstaben reinmachen, die mal kurz aufblenden für ein paar Sekunden. Eure Aufgabe ist es, diese Buchstaben aneinander zu reihen. Und dann dieses Lösungswort per E-Mail, was ich unten in der Videobeschreibung drin habe, mir zuschicken. Wer in diesem Video in den Kommentaren das Lösungswort reinmacht, wird komplett disqualifiziert und von der Verlosung ausgeschlossen. Und ich muss das Video dann nochmal neu machen, weil das Lösungswort ja veröffentlicht wurde. Und wenn ihr das Lösungswort mir per E-Mail geschickt habt, seid ihr offiziell sozusagen mit in dem Topf drinne, die den Render-PC hier gewinnen. Sonst nicht. Also, fangen wir mal an. Hardware-Komponenten. Was habe ich denn rausgesucht? So, das ist jetzt eine Plattform, Sockel 2011. Noch nicht mit DDR4, sondern DDR3-Speicher, aber ist völlig ausreichend. Wir haben hier Quad-Channel, Vollbestückung, das sind jeweils 8 GB-Module. Dann könnt ihr ausrechnen, wie viele das sind. Ich mache es kurz, 32 GB Arbeitsspeicher, 1600er. Der CPU ist ein i7-4960X, könnt ihr mal nachschlagen. 2013 hat er ungefähr 1000 Euro gekostet. Dann könnt ihr ja überlegen, wie teuer die Dinger immer noch bei eBay gehandelt werden. Das Mainboard ist ein Asus Rampage 4 Extreme Edition. Also was richtig hochwertig, was richtig geilet. Hat natürlich keinen guten Soundchip, deswegen gibt es eine Soundblaster mit zu. Weil bei Videoschnitt, wir wollen ja ordentlichen Sound haben, wa? Die kommen mit drin. Am Arbeitsspeicher, Als Netzteil haben wir einen 750 Watt Netzteil hier. Das ist noch eins, was ich übrig habe hier, voll modular. Reicht völlig aus für dieses System. Und als Massenspeicher gibt es eine SSD, nicht eine, nicht zwei, sondern drei. Das sind 3x256 GB SSD-Speicher. Und auf eine Platte kommt sozusagen das Windows drauf. Die zweite Platte, eure Rohmaterial, was ihr von eurer Actioncam habt, spielt ihr hier rauf. Und wenn ihr das schneidet, spielt ihr das sozusagen auf die zweite Festplatte rauf, damit ihr die volle Bandbreite habt von beiden Festplatten. Das fertig gerenderte Video kommt dann auf die dritte Festplatte. Die werden auch alle noch beschrieben im PC. Und wenn ihr dann soweit fertig seid, könnt ihr das Rohmaterial, was ihr hier auf dieser SSD habt, auf eine 1 Terabyte normale Festplatte rüberschieben. Ja, das ist euer Datengrab. So, dann brauchen wir noch ein paar Lüfter. Ja, habe ich noch ein paar rausgesucht hier. Und dann geht's los. Wir müssen ja den CPU ordentlich kühlen, weil die kann man ja übertakten. Und ihr kennt ja alle so hier die 0815-Kühler. Sowas kommt hier nicht drin, weil das Ding ist laut und kühlt nicht. Dann gab es noch eine etwas bessere Variante, ein bisschen größer. Auch scheiße. Dann gibt es noch was Größeres. Schon nicht schlecht, aber die Auflage, seht ihr ja, passt zu dem da auch nicht. Ja.
wir nehmen was Größeres. Das ist schon angenehm. Ja, das ist schon was Schönes. Aber wir nehmen was richtig Fettes. Wir nehmen nämlich meinen ausrangierten Kühler, den ich bei mir vorher drauf hatte. Eigentlich ist es der stärkste Kühler, den es momentan auf dem Markt gibt. Kostet ungefähr 80 Euro. Ha? Der kommt hier mit rauf, damit wir ordentlich übertakten können. Und ja, als Grafikkarte noch ganz wichtig, ich habe von meinem Bruder eine neue gekriegt. Danke, Basti. Wir haben mal meine 79 4 GB GTX Sonntag, was weiß ich, irgendwie Amp, hast du nicht gesehen hier, die werden wir dann da einbauen, wa? Sieht doch schick aus, oder? Hm? Bau mal ein. Gut. Jetzt habe ich euch erstmal grob alle Hardware-Komponenten vorgestellt. Ein Gehäuse brauchen wir natürlich auch noch, wa? Das ist mein ausrangiertes Gehäuse. Zeige ich euch mal. So, das ist ein AIDES, ja. Ein AIDES Tower. Das ist ein Cube Tower. MIDI-Format. Mit Sichtfenster an der Seite. Laufwerk habt ihr auch drin. Vorne zweimal USB 3.0 und zweimal 2.0. Reset-Knopf und. Das ist jedenfalls mein ausrangierter Tower. Den bekommt ihr. Oh,